Wird man den Propheten Muhammad s.a.w. in Jannah so sehen, wie er in der Dunya aussah? Nein. Viel schöner. Weil die Menschen im Paradies werden komplett anders aussehen. Du wirst nicht diese Nase haben und diese Augen haben, diesen Mund haben und so groß sein. Und du wirst komplett anders aussehen. Deine Frau auch, komplett anders. Freuen sich manche Männer. Genau, man erkennt sie aber. Jetzt die Frage, wie kann man eine Person erkennen, die komplett anders aussieht? Wie kann man eine Person erkennen, die komplett anders aussieht? Gibt es dafür vielleicht einen Beweis? Ein Hinweis? Ja? Ja? Oder wie Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat, man erkennt sie anhand dem Gefühl. Wie beim Traum. Kennt ihr das, wenn ihr träumt? Und ihr seht eine Person, aber die Person sieht komplett anders aus. Aber du weißt, dass das diese Person ist. Habt ihr das schon mal gehabt? Ha? Das gibt es. Du träumst von einer Person, die Person sieht komplett anders aus. Du weißt aber, dass es die Person ist. Du weißt ganz genau, dass es die Person ist. So ist das auch im Paradies. Das heißt, die Seelen kennen sich, auch wenn die Menschen anders aussehen. Und deswegen, der Prophet Muhammad s.a.w. wird im Paradies komplett anders aussehen. Viel schöner, als er schon aussah, sallallahu alaihi wasallam. Genau. Möge Allah uns das Paradies schenken. Amen.